Die Wippkreissäge. Eine Wippkreissäge ist eine äußerst nützliche Werkzeugmaschine. Das Haupteinsatzgebiet ist die Bereitung von Brennholz. Es lassen sich aber auch andere Sägearbeiten mit solch einem Gerät durchführen. Wippkreissägen unterscheiden sich jedoch deutlich von anderen Kreissägen. Was ist eine Wippkreissäge? Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei einer Wippkreissäge um eine Kreissäge mit einer Wippe. Das bedeutet, sie ist nicht mit einem Sägetisch ausgestattet. Die Wippe besteht aus einer V-förmigen Aufnahme, in der das zu sägende Werkstück gelegt wird. Die Innenseiten der Wippe sind mit Noppen und anderen Vorrichtungen versehen, durch die das Wegdrehen des Werkstücks verhindert wird. Bei den Antrieben solcher Wippkreissägen gibt es große Unterschiede. Kleinere Modelle sind mit einem 230 Volt Motor ausgestattet. Größere Sägen verfügen über einen Elektromotor mit einer Spannung von 400 Volt. Des Weiteren gibt es derartige Sägen mit Benzinmotoren oder auch mit einem Zapfwellenantrieb für die Nutzung mit einem Traktor. Für den privaten Gebrauch spielen aber in erster Linie nur elektrisch angetriebene Geräte eine wichtige Rolle. Sägen mit Benzinmotoren oder Zapfwellenantrieben kommen hauptsächlich in der Forstwirtschaft zum Einsatz. Wie funktioniert eine Wippkreissäge? An einem stabilen Gestell ist der Antriebsmotor montiert. An der Welle des Motors befindet sich ein Gewinde zur Aufnahme des Sägeblatts. Daher wird das Sägeblatt direkt ohne jegliche Übersetzung angetrieben. An der Vorderseite der Wippkreissäge befindet sich die Wippe, in die das Werkstück gelegt wird. Die Wippe ist beweglich und lässt sich dadurch nach hinten in Richtung des Sägeblatts bewegen. Dadurch wird das Werkstück gesägt. Zur Erleichterung der Arbeit befindet sich an einigen Wippkreissägen Federn. Diese sind sehr nützlich, wenn auch schwerere Werkstücke verarbeitet werden. Wofür verwendet man eine Wippkreissäge? In erster Linie werden solche Sägen zum Schneiden von Brennholz verwendet. Brennholz wird üblicherweise in Scheiten von 1 Meter Länge angeboten. Damit die Scheide auf die erforderliche Länge von etwa 25 bis 33 cm für Ofenholz oder 50 cm für Kaminholz gekürzt werden können, benötigt man eine Wippkreissäge. Da eine Wippsäge hauptsächlich zum Sägen von Brennholz geeignet ist, wird sie häufig auch als Brennholzsäge bezeichnet. Es ist natürlich auch möglich, Balken oder Latten mit solch einer Säge auf Länge zu schneiden. In den meisten Fällen ist eine Brennholzsäge jedoch mit einem Sägeblatt ausgestattet, das eine hohe Schnittleistung aufweist. Daher sind die Schnittflächen nicht immer von hoher Qualität. Beim Brennholz spielt die Schnittflächenqualität natürlich keine große Rolle. Es kommt vielmehr auf eine hohe Schnittleistung an. Die Vorteile einer Wippkreissäge: enorme Arbeitserleichterung, hohe Schnittleistung, robuste Konstruktion, einfache Handhabung und nahezu wartungsfrei. Die Nachteile einer Wippkreissäge sind: konstruktionsbedingt nicht für Längsschnitte geeignet, mitunter hohes Eigengewicht, Schnittflächen meistens etwas rau, hohes Betriebsgeräusch. Was kostet eine gute Wippkreissäge? Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Preisspanne bei Brennholzsägen liegt in etwa zwischen 300 und weit über 1000 Euro. Wer nur gelegentlich ein paar Scheite für den Kamin sägt, kommt mit einem günstigen Modell sicherlich gut zurecht. Wer allerdings hauptsächlich mit Holz heizt, muss in jedem Jahr eine große Menge Brennholz sägen. Dann sollte schon ein etwas leistungsfähigeres Modell gewählt werden. Solche Wippsägen sind ab etwa 600 Euro erhältlich. Wie lagert man eine Wippkreissäge? Vorzugsweise sollte eine Wippsäge immer an einen Trockenplatz gelagert werden. In der Regel sind solche Werkzeugmaschinen verzinkt oder lackiert. Trotzdem tritt bei der Lagerung im Freien Feuchtigkeit in die beweglichen Teile der Säge ein. Zudem könnte die Feuchtigkeit Schäden in der Elektrik anrichten. Nun hat natürlich nicht jeder ausreichend Platz in der Garage oder im Schuppen, um die Brennholzsäge dort zu lagern. Das ist aber auch kein Problem, denn es gibt Planen zur Abdeckung. Diese bieten einen ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung. Es ist ohnehin empfehlenswert, sich eine passende Abdeckplane zu besorgen. Nicht immer ist es möglich, das gesamte Brennholz an einem einzigen Tag zu sägen. In solchen Fällen lässt sich die Wippsäge über Nacht mit einer solchen Plane einfach abdecken. Wie laut ist eine Wippkreissäge? Die Elektromotoren solcher Sägen laufen eigentlich sehr leise. Ein hohes Betriebsgeräusch tritt durch das Sägeblatt auf. Insbesondere direkt beim Sägen entstehen laute Töne mit hohen Frequenzen. Diese sind mitunter recht unangenehm. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Gehörschutz bei der Arbeit zu tragen. Wird darauf verzichtet, klingt das Geräusch der Säge nach getaner Arbeit noch mehrere Stunden nach.
Dadurch können sogar Gehörschäden auftreten. Benötigt man eine besondere Ausbildung für die Arbeit mit einer Wippkreissäge? Eine besondere Ausbildung, wie beispielsweise für die Arbeit mit einer Kettensäge erforderlich ist, wird für den Umgang mit einer Wippsäge nicht benötigt. Der Benutzer sollte sich schon ein wenig mit der Handhabung vertraut machen. Nahezu alle Modelle sind mit zahlreichen Sicherheitsausstattungen versehen, durch die ein hohes Maß an Arbeitsschutz vorhanden ist. Wichtig ist jedoch, die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu befolgen. Bevor die Arbeit in Angriff genommen wird, sollte die Säge dort aufgestellt werden, wo sich das zu sägende Brennholz befindet. Dadurch werden die Wege mit dem Holz zur Säge verkürzt. Beim Aufstellen der Säge ist darauf zu achten, dass die möglichst waagerecht und vor allem sicher steht. Nur so wird verhindert, dass sie sich bei der Arbeit nicht fortbewegt. Auf unebenen Böden muss unter Umständen ein Brett oder ähnliches unter einen der Standfüße gelegt werden. Nachdem die Säge dann mit dem Stromnetz verbunden ist, kann es losgehen. Ein Holzscheit wird auf die Wippe gelegt. Es muss so weit am Sägeblatt vorbeiragen, wie die gewünschte Länge der gesägten Stücke sein soll. Dann wird die Wippe in Richtung des Sägeblatts bewegt. Das Holz wird gesägt und das abgesägte Stück fällt seitlich herunter. Das Holzscheit wird dann immer um das erforderliche Maß seitwärts auf der Wippe bewegt, bis es in kleinere Stücke gesägt worden ist. Es gibt auch einiges in puncto Sicherheit bei der Arbeit zu betrachten. Da die abgesägten Holzstücke seitlich herunterfallen, besteht die Gefahr, dass sie beim Anwender auf die Füße fallen oder auch rollen. Deshalb sollten vorzugsweise Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen getragen werden. Es ist zudem sinnvoll, einen Gehörschutz zu verwenden. Mitunter werden bei der Arbeit auch Sägespäne aufgewirbelt. Damit diese nicht in die Augen fliegen, ist das Tragen einer Schutzbrille empfehlenswert. Worauf sollte man beim Kauf einer Wippkreissäge achten? Zunächst ist es wichtig, den Durchmesser der am meisten zu sägenden Holzscheite zu ermitteln. Eine neue Wippsäge sollte natürlich die entsprechende Größe für diese Scheite aufweisen. In den meisten Fällen beträgt die Schnittleistung ungefähr ein Drittel des Sägeblattdurchmessers. Das bedeutet, mit einem 600 mm großen Sägeblatt lassen sich Holzscheite mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm sägen. Werden nur selten dickere Stücke gesägt, lassen sich diese auch drehen und somit von beiden Seiten schneiden. Das erfordert allerdings etwas mehr Zeit. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Transportfähigkeit einer Brennholzsäge. Leistungsfähige Maschinen dieser Art weisen Eigengewichte von mehr als 100 Kilogramm auf. Sind die Sägen mit Transportrollen ausgestattet, lassen sie sich trotz des hohen Gewichts leicht an den gewünschten Platz transportieren. Des Weiteren sollte beim Kauf einer Wippkreissäge darauf geachtet werden, dass sie mit allen erforderlichen Sicherheitsausstattungen versehen ist. Im Idealfall ist das Sägeblatt bei der Arbeit nicht mit den Händen erreichbar. Ein weiteres nützliches Ausstattungsmerkmal ist ein Überlastungsschutz. Dieser schaltet den Motor ab, falls er zu überhitzen droht. Nachdem der Motor wieder abgekühlt ist, kann die Arbeit fortgesetzt werden. Was sägt man mit einer Wippkreissäge? Wie bereits oben erwähnt, sägt man mit solch einer Säge hauptsächlich Brennholz. In den meisten Fällen handelt es sich um Holzscheite mit einer Länge von einem Meter. Diese werden dann einmal in der Mitte gesägt, damit die Stücke in den Kamin passen. Damit die Stücke in einem Ofen verbrannt werden können, muss ein Holzscheit in drei oder vier Stücke gesägt werden. Das ist vom jeweiligen Ofen abhängig. Es ist sinnvoll, vor dem Sägen auszumessen, wie lang die einzelnen Stücke maximal sein dürften, damit sie problemlos in den Ofen passen. Wer selbst auf seinem eigenen Grundstück Bäume fällt, zerlegt das Brennholz nicht immer in Scheite von einem Meter Länge. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. In solchen Fällen sollten die Holzscheite stets so lang sein, dass sie sich noch gut transportieren lassen. Welches Zubehör gibt es für Wippkreissägen? Zum wichtigsten Zubehör gehören unterschiedliche Sägeblätter. Diese gibt es sowohl geschränkt als auch mit Hartmetallzähnen ausgestattet. Hartmetallbestückte Sägeblätter weisen eine deutlich längere Standzeit auf als herkömmliche geschränkte Sägeblätter. Dafür lassen sich die geschränkten Sägeblätter bei Bedarf recht einfach mit einer Flachfeile wieder schärfen. Des Weiteren bieten einige Hersteller Verbreiterung für eine Wippe an. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn längere Scheite gesägt werden sollten. Dank der größeren Auflage kippeln die Scheite nicht so schnell.
Das ist eine große Arbeitserleichterung. Für viele Modelle stehen auch Abdeckhauben oder speziell geformte Schutzhüllen zur Verfügung. Dadurch sind die Sägen vor allem ungünstigen Witterungseinflüssen sehr gut geschützt. Für WIP-Kreissägen, die nicht mit Transportrollen ausgestattet sind, bieten einige Hersteller spezielle Transportkarren an. Damit können auch Sägen mühelos transportiert werden, die ein hohes Eigengewicht haben. Zum nützlichen Transport gehören auch Netzkabel, die für den Einsatz im Freien geeignet sind. Diese sollten nicht nur spritzwassergeschützt, sondern auch robust sein, damit sie nicht gleich beschädigt werden, wenn ein Stück Holz aufs Kabel fällt. Kann man mit einer WIP-Kreissäge alles sägen? Mit solchen Brennholzsägen lassen sich sämtliche Holzarten, die als Brennholz in Frage kommen, bearbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Nadelholz oder Laubholz handelt. Von den Laubgehölzen lassen sich vom Weichholz wie beispielsweise Pappel oder Weide bis hin zu harten Holzarten wie Buche oder Eiche alle sägen.